Hallo ihr Lieben, ich melde mich mal aus dem Baume. Ich habe nämlich hier die tolle Leiter eingestellt, die ich auch immer mal zu verschenken an dem Straßenrand dann unter den Arm gepackt habe. Dieses Riesenteil, das war echt ein Akt. Ja, ich kletter so gerne im Baum rum. Da dachte ich mir, stelle ich das da doch mal hin. Und der ein oder andere Besuch hat da dann auch seinen Spaß dran. Und das hatte ich auf jeden Fall schon. Der Sven war da gestern mit mir. Dann hat das Ding auch schon gleich, der ist gleich höher geklettert. Echt toll. Ja, was mache ich denn jetzt hier mit euch? Warum starte ich so mein Video? Ich bin in meinem Garten, wie man natürlich unschwer erkennen kann, wie es auf meinem Kanal fast gang und gäbe ist. In diesem Moment habe ich mich quasi unter den Bäumen eingefunden, weil es die ganze Zeit immer wieder mal regnet. Ja, da kommt die Sonne wieder raus. Ach, wie schön. Ja, ich zeige euch mal die Leiter von der anderen Seite. Da steht sie. Und ja, das ist so das, was ich mir da gedacht habe. Hier habe ich ja noch das Windspiel. Und ja, hier will ich auf jeden Fall noch ein bisschen was Kreatives einwirken lassen in dem Bereich. Ist auf jeden Fall so frei, dass man da schön reinklettern kann. Kann euch ja noch mal mitnehmen ein Stück hoch. So. Hier, so sieht das aus. Man hat einen schönen Ausblick. Ich finde das voll toll. Und ich kann ja auch richtig schön bequem drin stehen. Soweit eine ganz einfache Sache. Ja, macht Spaß. Ach, der Ausblick ist schön. Herrlich, wenn die Sonne rauskommt. Regnen tut das gleich auch wieder. Ein Stückchen mehr. So, da oben ist die Sonne. Und ihr kennt ja meine Bereiche schon, größtenteils. Auf jeden Fall die, die länger dabei sind. Und ja, da vorne stand gerade mein Stativ. Oh, jetzt kommt der Regen aber nochmal. Könnt ihr gar nicht so sehen auf der Kamera. Ja, und hier unter dem Baum, unter den Bäumen ist das richtig schön geschürzt. Richtig schön. Da vorne eigentlich noch ein bisschen zu Gange. Hab mein Podest gemäht und so. Oh, guckt euch das an. Da ist einiges runtergekommen. Also das war gerade noch hier. Herrlich. Ja, hier habe ich ein bisschen frei gemacht heute. Das erste Stück. Wo ein bisschen Platz ist und auch die Wege und die Stellen begehbar, ohne dass man da irgendwie Schiss haben muss wegen den lieben Zecken. Wir haben sie ja gern. Ich muss mit ihnen nochmal verhandeln, dass sie zwar auf mir rumlaufen dürfen, aber mich nicht beißen dürfen. Ja, so, ganz einfaches Geschichtchen. Ich denke gerade, spielt das Wetter einfach mal mit. Das war gar nicht geplant. Ich wollte mich eigentlich nur unterm Baume melden. Und jetzt kriege ich irgendwie noch die Chance, mit euch mal durch den Garten zu tingeln, wie so der Stand der Dinge ist. Ich kann euch schon mal sagen, das Sensen liegt auf jeden Fall an und Wege mähen etc. pp., damit das hier alles wieder ordentlich aussieht. Aber ein Stand der Dinge gerade nach diesem ganzen Unwetter, also es war richtig heftig stürmisch, richtig heftig am Regnen. Und im Großen und Ganzen gab es Blitz und Donner. Blitz und Donner wurden wir aber soweit verschont. Also an dem Fleckchen, wo ich dann war, ist es nicht direkt akut eingeschlagen, sondern immer so vorbeigezogen. Dennoch, Wetter war knackig. Und ich habe natürlich auch jede Menge Pflanzen, die da empfindlicher sind. Und natürlich gibt es auch Ernteausfall. Also sprich, bei den Tomaten gibt es auf jeden Fall Ereignisse. Aber im Großen und Ganzen, wie das dann aussieht, das ist irgendwie ein Tropfen, ne? Moment. So ist besser. Ich muss euch nochmal putzen. Tropfen ist weg und ich tinge mit euch durch den Garten. Wie sieht das denn hier aus gerade? Fangen wir mal wieder von rechts an. Könnt ihr eigentlich schon ganz viel entdecken. Die Ringelblumen, vor allem die da sich so ein bisschen dann, ne, von uns wurden die ja verbreitet. Die waren erst links drin, hier rechts sind ein paar, die sind alle am Wachsen, alle am Korn. Eine hängt so ein bisschen nach links rüber. Ah, nicht so wild, trotzdem zeigenswert alles. Ja, Oregano ausgeblüht, war immer richtig, richtig viel besucht. Ja, Flo, dein Beet sieht toll aus, was du hier angelegt hast. An dem Rand da, da kann dann nachher nochmal Beikraut raus. Aber die Pflanzen haben auf jeden Fall genug Platz, um zu wachsen. Ja, die Keimrate der Erbsen waren, ne, also das waren ja so Microgreen-Erbsen. Das war ein Versuch und ich muss sagen, die Keimrate war richtig schlecht. Richtig, richtig schlecht. Die Bananenpflanzen stehen soweit auch gut da. Hat jemand von euch da draußen Bananenpflanzen, die ja irgendwie, ja, also ich habe ja nicht eine, ich habe jetzt vier Stück nebeneinander.
Und ich kenne das schon von Videos oder Bildern, dass sie so dicht nebeneinander und dann richtig groß werden. In diesem Fall eine Weile, ja, haben die nicht mehr so den Wachstumsfortschritt gemacht, wo ich mir jetzt sage, das hätte ich erwartet von der Pflanze. Und deswegen weiß ich nicht, ob die irgendwie in Konkurrenz stehen oder ob denen das egal ist. Also ursprünglich war das ja so, ich hatte hier eine Hauptbananenpflanze, die habe ich nicht über den Winter gekriegt, nicht warm genug eingepackt. Und alles andere ging fast drauf, bis auf eine, und zwar die hier. Das war so ein ganz kleines Ding. Und nachher haben sich dann noch andere gezeigt und dann hatte ich auf einmal 4 Stück. Ach, die Sonne herrlich. Ja, yeah, da scheint sie. Das gibt Kraft. Herrlich. Echt eine schöne Sache. Richtig schön. So, das haben wir abgefrühstückt. Kann ich da noch irgendwas zeigen? Ja, also im Grunde genommen, da vorne wächst dann noch Beinwelle. Habt ihr vielleicht gerade so ein bisschen nebenbei gesehen. Muss ich jetzt nicht unbedingt nochmal zeigen. Die meisten von euch kennen das ja. Und hier derweil, ja, da haben wir Salbei. Sieht richtig gut aus. Hier den Kohl und so. Also übrigens, hier war der Hase nachher auch bei. Der knabbert uns alles weg. Da können wir das auch sehen. Also wir gehen davon aus, dass es ein Hase ist. Beweise haben wir nicht. Also liebe Hasen, wenn ich falsch liege, es tut mir leid. Ihr wisst ja, wir können teilen. Ich habe da keine Schmerzen mit. Das übrigens, vielen Dank für den Kommentar nochmal. Hier haben wir definitiv haben wir hier einmal einen Brokkoli-Stain. Ne? Hier waren Flo und ich vor ein bisschen bei. Auch noch einen Besuch, einen weiteren Besuch. Haben hier ein bisschen frei gemacht. Fenchel steht auch super da, beide Pflanzen. Die Tomate da vorne. Ja, das soll alles nochmal angebunden werden. Wilde Karde hat soweit erstmal ausgeblüht. Übrigens super spannende Pflanze. Ja, die Dinger hat man früher zum Kardieren benutzt, damit man irgendwelche Stoffe, ich sag mal, in Anführungsstrichen qualitativ aufwerten kann, so irgendwie die doofen Stellen rausmachen. So habe ich das in Erinnerung, so hat man es mir erklärt unter dem Video, so gebe ich das mal weiter. Ja, das ist die wilde Karde, die macht mir dieses Jahr echt besonders Spaß, aber ich glaube, die hat bald ihre Zeit gehabt. Was haben wir denn hier? Ist das nicht schon Saatgut? Ja. Auf jeden Fall spannendes Pflänzchen. So sieht das hier aus. Spinat haben wir heute ein bisschen rausgenommen. Ein paar Zwiebeln sind übergeblieben. Keine Ahnung, Saatgut war auch nicht so toll. Egal, hier haben wir dann noch Möhrchen drin und dann die bunte Beete und hier haben wir die dicken Erbsen noch drin. Richtig fleißig beerntet, also richtig oft beerntet hier schon die Zucchini. Ja, und das kann man eigentlich so vom Kiholbeet sagen. Die ist ja auch wieder richtig knackig dabei. Man sieht, den Pflanzen geht es richtig gut. So, gehen wir weiter im Kreis. Ja, Uhrzeigersinn ist heute mal angesagt, würde ich sagen. Ich nehme euch mal so ein bisschen auf die Schulter, also hier mit der Kamera. Insektentränke steht, wie gesagt, Leute, packt das immer rein, die Insekten werden es euch danken. Das zieht Insekten auf jeden Fall an. Hier haben wir noch ein Fenchel stehen im Vergleich zu dem drüben im Kiholbeet. Ihr könnt das sehen, der steht ein bisschen anders da. Ja. Ich kann es mal zum Vergleich machen. Einmal hier so, natürlich weniger Nährstoffe im Beet und dann hier nochmal ein richtiger Unterschied. Also sieht man auch unten, steht viel besser da. Aber wir waren ja jetzt hier und hier haben wir dann noch das Bohnenkraut. Super Pflanze, mag ich. Es riecht so schön. Ja, Borage. Hier haben wir auch noch bunte Beeten. Da müssen wir noch mal gucken, dass wir den Pflanzen auch noch genug Platz geben hier unten. Da steht auch eine. Da noch eine. Also das sind so Sachen, die brauchen dann irgendwie noch mal irgendwann Platz. Aber im Großen und Ganzen wächst das so vor sich hin. Muss ich nichts machen. Mais bleibt dieses Jahr wohl klein. Grüne Gartenmelde darf ich gerne mal rausmachen demnächst. Die brauche ich nicht weiter verteilen hier. Bevor das Saatgut reif ist, da haben wir noch eine rote Gartenmelde, immer wieder gut beerntet, richtig lecker. Kapuzinerkresse. Wie gesagt, die dicken Bohnen da unten, noch mehr Kapuzinerkresse. Hier haben wir noch ein bisschen Mais auf engem Raume. Die Radieschen sind soweit. Ja, stehen die auch gut da, aber noch nichts dran. Dann haben wir hier nochmal Mangoldenreihe und überall zwischendrin macht sich ja das Franzosenkraut. Das ist Franzosenkraut, da gibt es so verschiedene. Ja, Essbar, Energizer landet immer wieder in meinem Magen. Hier sind noch so Kartoffeln, also da kann man ruhig durchaus mal frei machen. Ja, obwohl hier trocken sie schon weg, lohnt sich wahrscheinlich gar nicht mehr. Jo, Tomaten, Thema Tomaten. Also hier gibt es auf jeden Fall Exemplare, die langsam dann auch mal ein Bändchen brauchen mit Stein.
Aber im Großen und Ganzen sieht das hier richtig gut aus. Also mit Braunfäule etc. habe ich hier noch nicht groß zu kämpfen. Vereinzelt gab es schon mal Blätter zwischen bei manchen Pflanzen. Aber jo, hier, guck, hier könnt ihr das sehen, das will ich euch nicht vorenthalten. Da haben wir mal ein bisschen Braunfäule. Kann ich durchaus bald mal beigehen. Ja, aber im Großen und Ganzen, guck doch mal. Macht doch alles was her. Was ist denn da passiert? Oh, ein Band ist gerissen. Ja, und da unten liegt der Stein. Ne? Das muss dann aber von gestern auf heute oder so passiert sein. Ganz frisch. Also ich bin ein bisschen Risiko gegangen, habe alte Bänder noch benutzt. Das wird mir ein bisschen zum Verhängnis, aber das System an sich funktioniert. Überall, wo die Bänder dran sind, die recht frisch dran sind oder die gut behandelt wurden, die hängen alle, das sieht super aus. Also es ist eigenes Verschulden bei der Geschichte. Ach, das ist doch echt ein schönes Wetter. So, und guckt euch das an. Wir haben Sonnenblumen en masse. Ja. Ich denke, dass die Sonne mitspielt. Das ist ein richtig schöner Blick von hier. Ach, herrlich. Das ist hier das Milpa-Beet, Indianerbeet. Und ich muss sagen, ich glaube, ich habe den Mais zu eng gepflanzt. Aber wer weiß, vielleicht kommt er noch. Und wenn ich mir den hier so angucke, der ist schon ein bisschen weiter. Ja, ich weiß nicht, ob die nochmal Nährstoffe brauchen. Habe eigentlich gerade frisch gedüngt. Vielleicht braucht das noch seine Zeit. Ach, herrlich. Ja, so sieht das hier aus. Ach, hier habe ich noch eine Zucchini liegen. Genau, ich habe vorhin auch nochmal wieder eine geerntet. Da freue ich mich drauf. Die wird nachher verwertet oder morgen. Mal gucken. Ja, hier haben wir noch Sonnenblumen. Ich denke mal, das wird vielleicht eine rötliche. Wird sich zeigen. Lavendel geht richtig gut ab. Auf jeden Fall zeigenswert. Eine Malve hat sich ein bisschen breit gemacht. Salbei da unten kommt natürlich nichts bei rum. So, ich stehe jetzt vor der Goldrute und hier ist eigentlich alles voll Insekten normalerweise jetzt, ne? Regenzeit und so. Aber die ersten kehren schon wieder zurück und brummen hier rum. Eine richtig tolle Pflanze. Nicht nur Insektmagnet, auch eine tolle Heilpflanze. Da gehe ich dann aber in einem anderen Video mal drauf ein. Da fehlen mir jetzt sämtliche Informationen, die ich gerne transportieren würde. So aus dem Stegreif möchte ich ein bisschen vorbereiteter sein. Kommt aber auf jeden Fall noch. Ist ja schon einiges vertreten hier. So, ich tinge hier mal weiter durch, auch wenn es nass ist. So, kommen wir weiter. So sieht es bei den Tomaten hier aus. Die links war auch schon ein bisschen Sturmopfer. Hier hatten wir auch eine nicht angebunden. Die ist auf jeden Fall ausgefallen. Die ist einmal in der Mitte geknickt worden. Hier noch zwei fleißige Pollensammler. Hier dann die Tomaten, da hängen schon einige dran. Die schwarzen, ach, überall so ein bisschen vereinzelt, wenn man da unten mal reinguckt. Auf jeden Fall im Großen und Ganzen auch am Wachsen. Ja, brauchen wir noch das entsprechende Wetter, dann werden wir hier auch noch ordentlich ernten können. Aber im Generellen bin ich schon zufrieden. Habe extra ein bisschen mehr angebaut. Jo, die fette Henne hier an der Ecke. Da. Und die Kartoffeln, die ja, legen sich nach und nach auch hin. Verwelken. Die Geschichte hier, ne, könnt ihr sehen. Ich denke, da werde ich auch demnächst mal das erste Mal ernten, euch mitnehmen. Wahrscheinlich, mal gucken. Jetzt bleibe ich hier hängen. Ja, hier sind auch noch Kartoffeln zum Rausholen drin. Erwarte ich aber so groß nichts. Da geht es eigentlich nur darum, dass ich halt was habe zum Vermehren. Das ist ein Bereich, der noch fertig gemacht werden soll. Also einmal die ganzen Stöcke raus und dann umagern. Ja, überall Sensen ist dran, das konntet ihr schon sehen. Das ist eine Pflanze, die Braunfäule abgekriegt hat und wahrscheinlich auch die nächste. Aber das ist dann so, ne? Es gehört dazu. Man weiß nie, wie das Wetter wird. Ich habe nochmal, weil auch Blütenendfäule an einer Pflanze war, geguckt wegen Kalziummangel, habe nachgedüngt. Und jetzt drehen sich überall die Blätter ein, was heißt, das war nicht der richtige Dünger. Ist halt so. Muss ja ein bisschen gucken, wie man das dann anders macht und ausprobieren. Somit war das ganz kurz heute, ne? Und recht übersichtlich. Habe ich irgendwas vergessen? Also die Blütengeschichte, also hier Blühwiese und so, das brauche ich euch jetzt nicht unbedingt zeigen. Ist nicht wichtig. Ja. Aber ich freue mich übrigens richtig über die Weide und mache mir da auch zurzeit so meine Gedanken. Weil da kann man ja ganz viele tolle Sachen mit anstellen mit der Weide. Übrigens eine Sache. Ich bin im Schrebergartenverein und ich kenne einige, die das haben und das war auch natürlich abgeklärt hier.
Dennoch, wenn ihr da irgendwie draußen was habt, nicht einfach machen, sprecht vorher den Verein an, ob das dann auch klar geht. Ich finde, das ist ein schöner Holzproduzierer und ich habe sogar durchaus mal gedacht, ab einer bestimmten Höhe mal alles abzuschneiden und nachwachsen zu lassen. Und das passiert ja, es geht so fix, dass das hier wächst. Also das waren kleine Stöcker, die ich hier in den Boden gesteckt habe und jetzt ist das alles so groß geworden. Ja, wie gesagt, hier war gemäht vorhin oder wurde gemäht. Hier auch nochmal so ein riesen Exemplar. Ich wollte ja hier noch ein bisschen was basteln und zusammenflechten. Da werde ich mich aber noch informieren müssen, weil im Moment ist es gerade ein bisschen schlecht. So, einmal hier übrigens was gebaut. Was das wird, wird man noch nicht verraten. Das wird auf jeden Fall eine sehr spannende Geschichte. Wird nachher hier hinkommen, so ist es geplant. Und dann kommt hier eine ganze Konstruktion hin. Und was das wird, das wird dann irgendwann die Zukunft zeigen. Jo, so sieht es derweil hier aus. So, und jetzt sind wir eigentlich hier schon wieder bei meinem Camp, bei meiner Chill-Ecke. Die echt, ach, ist das schön. Hier nochmal richtig Ruhe. Die packe ich einmal hier drauf. So. Und dann könnte ich mich hier nochmal reinflezen. So, nochmal so Hängematte. Jetzt wird gerade wieder dunkler. Vielleicht kommt gleich nochmal der Regen. Ja, ein kleiner kurzer Gartenrundgang war das. Im August, Anfang August. Und mal gucken, wie demnächst das Wetter wird. Die nahe Zukunft, immer so 19, 18, 20 Grad irgendwie. Also echt nordfriesisches Nicht-Sommerwetter im Sommer. Und wir brauchen ja auf jeden Fall nochmal einen Schub Sonne, damit das mit den Tomaten da draußen was wird. Und wir da ordentlich was mitnehmen können. Denn Stand jetzt ist, also viel mehr Regen darf nicht kommen, sonst verliere ich natürlich auch meine Ernte. Gar keine Frage, ob es ein Tomatenjahr wird oder nicht. Das wird sich also noch zeigen. Ich bleibe aber weiter guter Dinge, weil irgendwas wird durchkommen. Und wie ihr gerade sehen könntet, sie stehen im Grunde genommen sehr gut da. Aber auch die Braunfäule hat mich erreicht. Das ist ja eine Geschichte, die ja sowieso irgendwann kommt. Ihr habt das bei den Kartoffeln gesehen. Die haben ja da, glaube ich, die gleiche Krankheit. Und ja, ist halt irgendwann dran. Ne? Also die Kartoffeln zeigen dann an, bei uns gibt es bald Ernte. Und bei den Tomaten heißt das dann so, ja, zähl mal noch ein bisschen, ob du ein bisschen Frucht dann noch zum Futtern kriegst. Das sehen wir dann irgendwann später. Behandelt uns gut. Ja, die einen Pflanzen überdüngt, die anderen stehen richtig gut da. Dann wiederum andere, da ist so ein bisschen auf der Kippe. Denn habe ich tatsächlich ein, zwei Pflanzen verletzt. Ich bin so ein Dösbattel, ne? Also, liebe Leute, knapp die Tomatensachen nicht mit der Hand ab, weil da könnt ihr die Pflanze echt wirklich verletzen. Ich muss mir echt auf die Pfoten hauen, das nicht wieder zu tun. Manchmal ist man einfach nur so gerade, dann steht man da und dann denkt man, man kriegt das hin und dann, ah, man kann sich eine ganze Pflanze versauen. Mir ist es passiert. Ja, ist so. Das ist mir aber passiert bei der, wie heißen diese Fleischtomate? Rot-Rosa. Diese ist eine Freilandtomate. Ich hab's vergessen. Kommt irgendwann in einem anderen Video. So, ihr Lieben, ich melde mich irgendwann wieder. Das Video jetzt war auch nicht geplant, kam ganz spontan, weil ich hatte hier so ein bisschen, ja, auch aus der Atmosphäre raus gute Laune und dann habe ich mir das Handy geschnappt und jetzt ist dieses Video entstanden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Für alle Neuankömmlinge auch, ich würde euch natürlich nächstes Mal auch wieder gerne begrüßen. Nicht nur die, die irgendwie ein Abo abgeschlossen haben. Abgeschlossen, das hört sich gruselig an. Ne? Ihr kriegt ja einfach nur Bescheid und ob ihr irgendwas machen wollt oder nicht, liegt ja an euch. Das Ganze ist völlig kostenlos bei mir. Keine Werbung, dürfte weiter so entspannt bleiben. Solange nicht von außen was einwirkt. Ja, und sag auf jeden Fall vielen Dank fürs Zusehen. Schön, dass es euch gibt. Und ich wünsche euch weiter eine schöne, gute Woche. Ich hoffe, euch geht's gut. Und ja, hoffentlich darf ich euch nächstes Mal wieder begrüßen und sage an dieser Stelle Tschüss, ich bin raus und weg.